Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen kleinen Beauty-Haul für euch. Und zwar war ich ein bisschen in der Parfümerie, aber auch in der Drogerie unterwegs und möchte euch jetzt meine kleinen Schätzchen zeigen. Und anfangen möchte ich gerne mit einem wirklich aktuellen, sehr, sehr geliebten Produkt von mir. Mit dieser hübschen Palette habe ich euch auch schon ein Get Ready With Me gefilmt. Ich verlinke euch das gerne in der Infobox. In dem Video benutze ich 4 von den 6 hier enthaltenen Farben. Und ja, seitdem ich die Palette habe, ist sie eigentlich fast jeden Tag auf meinen Augen. Ich finde die einfach ganz, ganz toll. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die Farben der Palette, damit ihr die nochmal so sehen könnt. Und ja, das ist einfach die Palette. Die kommt hier mit so einem schönen Spiegel. Und wie gesagt, 6 Farben sind enthalten. Das sind alles einfach neutrale Töne von hell bis dunkel. Und ja, wie gesagt, einfach etwas kühler gehalten, auch etwas graustichiger, was ich wirklich ganz, ganz toll finde und ich bin großer Fan von der Palette. Ich bin sehr glücklich, dass ich die mir gekauft habe und bestellt habe ich die über Douglas für 25,99 €. Ja, dann habe ich bei Douglas noch ein Peeling bestellt. Das wollte ich mir eigentlich erstmal in der Glamour Shopping Week holen, weil es da eben auch 20% auf Rituals Produkte gab. Aber mit dem 5 € Gutschein von Douglas bin ich da einfach besser gefahren und deswegen habe ich mir dann einfach hier noch dieses Peeling gekauft. Das ist das Himalaya Scrub mit Sweet Almond Oil und Indian Rose. Und davon hatte ich mal ein kleines Pröbchen da, allerdings in einer anderen Duftrichtung und ich war wirklich sehr, sehr begeistert von dem Peeling. Das ist wieder so ein öliges Peeling, das auch einen schönen Ölfilm auf eure Haut hinterlässt. Und ja, das ist jetzt einfach diese neue große Größe. Da sind 450 Gramm enthalten, kostet 18,50 €. Wie gesagt, ich hatte dann aber auch einen 5 € Gutschein für Douglas und habe da ein bisschen gespart. Und ich freue mich schon sehr, sehr, wenn ich das benutzen kann. Aktuell mache ich noch meins von Isana leer, das ich euch in meinem letzten Haul gezeigt hatte. Aber danach werde ich dieses hier auf jeden Fall benutzen. Ja, und wenn man dann über 39 € eingekauft hat, hat man dann auch nochmal ein Peeling gratis dazu bekommen, und zwar von Soap & Glory. Das nennt sich Pulp Friction und das ist einfach ein schaumig-fruchtiges Body Peeling und natürlich durfte ich dann den Code auch einlösen. Die Codes findet ihr immer bei Frau Shopping und ja, ich habe mich natürlich auch über das Goodie gefreut. Das Peeling kostet, glaube ich, 17-18 € in dieser Größe. Hier ist auch die Originalgröße mit 250 Millilitern und darauf freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr. Und mit Peelings bin ich auf jeden Fall gut versorgt für die nächste Zeit. Dann möchte ich euch gerne ein Body Spray zeigen, das ich zugeschickt bekommen habe und zwar von Tiffany Claro. Das habe ich euch ja auch schon auf Instagram gezeigt und zwar ist es dieses wunderhübsche Body Spray hier von Victoria's Secret in der Duftrichtung Love Spell und das ist mit Kirschblüte und Pfirsich und hat wirklich einen wahnsinnig tollen Duft. Also ich liebe den Duft, sehr, sehr, sehr schön frisch und ja, fruchtig, blumig und ich bin schon komplett den ganzen Tag damit eingesprüht und ziehe eine Duftwolke hinter mir und oh, ich liebe den Duft einfach. Macht bei mir auch keine Kopfschmerzen. Ihr wisst ja, ich bin da immer ein bisschen empfindlich wegen meiner Migräne. Den Duft vertrage ich wirklich toll, weil er einfach frisch ist und nicht zu schwer. Ja, ich finde es einfach toll, dass es jetzt auch in Deutschland einen Shop gibt, wo ihr die Victoria's Secret Produkte zollfrei bestellen könnt. Also da müsst ihr keine Angst haben, dass euer Paket irgendwie beim Zoll landet und ihr dann noch draufzahlen müsst. Ja, die Body Sprays enthalten 250 Milliliter und kosten 16,95 €. Es gab aktuell jetzt auch eine 10% Aktion. Ich weiß nicht, ob die noch läuft, aber ich denke, das wird es öfters mal geben. Also falls ihr irgendwie Interesse an Victoria's Secret Produkten habt, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke euch den Shop mal in der Infobox. Und ja, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ich habe mich sehr darüber gefreut und es ist wirklich ein ganz, ganz toller Duft. Dann kommen wir auch schon zur Drogerie und da ist es nicht so, so viel geworden. Trotzdem möchte ich euch gerne meine Produkte zeigen, die neu einziehen durften. Und da fange ich erstmal an mit diesem Set hier. Das ist von Essence und ja, das ist einmal hier die neue Lash Princess Mascara und der Eyeliner Paint, den ihr ja schon von mir kennt. Das gab es, wie gesagt, jetzt einfach zusammen im Set für 3,25 €. Das ist auch der reguläre Preis für die Mascara. Und ich fand es einfach toll, den Eyeliner Pencil da gratis dazu zu bekommen. Wie gesagt, ihr kennt den schon von mir. Ich habe den schon ganz, ganz oft nachgekauft und bin ein großer Fan von dem. Ich mag den total gerne. Ist einfach einer mit so einer Filzspitze und damit kann man einfach total leicht arbeiten. Und das ist die neue Mascara. Die nennt sich Lash Princess. Das ist eine Volumenmascara und hat wirklich eine zuckerzuckersüße Verpackung, wie ich finde. Also da konnte ich wirklich nicht vorbeilaufen und auch dadurch, dass es so ein tolles Angebot war, musste sie jetzt einfach mitkommen. Jetzt so einen leicht gummierten Deckel, also liegt wirklich ganz toll in der Hand. Auch die Form des Tübchens ist wirklich sehr hübsch. Und auch die Bürste ist sehr interessant. Also das ist so eine schmale Bürste.
den so ein bisschen gebogen ist. Ja, ich habe die jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe die jetzt einfach in meiner Tüte gelassen, um die euch jetzt in dem Haul zeigen zu können. Ich freue mich aber schon sehr darauf, die testen zu können. Und selbst wenn die für meine oberen Wimpern nichts ist, werde ich die einfach für die unteren Wimpern benutzen, weil sie dadurch, dass das Bürstchen wirklich sehr schmal ist, gut dafür geeignet sein wird, denke ich. Ja, dann habe ich mir noch einen neuen Essie-Nagellack gekauft und zwar Essie-Lack Nummer 29 in meiner Sammlung und das ist die Farbe Take It Outside. Ich verlinke euch gerne mal meine Essie-Sammlung in der Infobox, da habe ich euch alle 28 Stück, die ich habe, gezeigt, falls euch das interessiert. Und das ist jetzt einfach aus der neuen Herbst-LE von Essie. Das ist einfach jetzt wieder so ein toller Grauton und ihr wisst ja, ich habe momentan total die Grau-Obsession. Ich liebe einfach graue Töne. Als ich in Müller unterwegs war, habe ich mir dann auch noch einen von den tollen Rouge-Pinseln mitgenommen, die es da gibt. Und zwar sind die von der Müller Eigenmarke Body and Soul. Und auch diesen Pinsel habe ich in meinem letzten Get Ready With Me verwendet. Einmal für die Kontur und einmal fürs Blush auftragen. Das ist jetzt schon mein dritter davon und ich mag die wirklich total gerne. Die haben eine tolle Form. Damit lässt sich wirklich das Produkt ganz leicht auftragen. Die sind nicht zu fest gebunden. Also man bekommt wirklich die perfekte Menge Produkt damit ab, wie ich finde. Und für 4 Euro sind das wirklich klasse Pinsel aus der Drogerie. Und das ist momentan wirklich so mein Favorit für Rouge. Deswegen wollte ich da nochmal einen zweiten haben, dass ich da immer so ein bisschen mit den Farben wechseln kann und nicht immer die Pinsel auswaschen muss. Und ja, ganz, ganz toll auf jeden Fall. Falls ihr noch einen guten Rouge- oder Konturenpinsel sucht, schaut euch den gerne mal an. Im Müller habe ich mir dann auch noch dieses Produkt hier von Miss Lynn mitgenommen. Und zwar ist es der Skin Corrector Nummer 3. Und das ist einfach ein Abdeckstift. Ich werde den allerdings nicht als Abdeckstift benutzen, sondern als Lipliner bzw. als Korrekturstift, wenn man mal dunklere Farben trägt und da noch ein bisschen mit einem Concealer ausgleichen möchte. Und ja, ich habe den euch schon mal geswatcht. Da könnt ihr den sehen. Ist wirklich sehr, sehr neutral und ja, einfach eine Hautfarbe. Ja, lässt sich auch ganz, ganz einfach auftragen. Ich habe den jetzt schon mal probiert als Lip Liner und es hat super geklappt. Und weil ich unbedingt wieder einen von den Rouge Caress Lippenstiften bzw. Lipglossen haben wollte, habe ich dann diesen hier gekauft. Das ist die Farbe 101 Lolita und das ist einfach so ein toller Nude-Ton mit einem Goldschimmer. Ich mag die einfach total gerne. Das ist jetzt auch schon mein dritter von denen. Die verlängern einfach die Haltbarkeit von jedem Lippenstift sehr toll und bringen ihn einfach noch ein bisschen zum Glänzen. Und das ist jetzt meine neue Farbe. Ist einfach so nude und ja, finde ich ganz, ganz toll. Im DM habe ich mir ja noch eine neue Haarbürste gekauft und zwar ist das diese hier von Ebeline. Das ist der Entwirrkünstler und das ist ja ein Dupe zu dem Tangle Teaser, den ich ja auch schon da habe. Und ja, mein Tangle Teaser gibt langsam wirklich den Geist auf, der macht keinen guten Job mehr. Die ganzen Bürsten sind schon verbogen. Ich habe den mittlerweile auch schon 1,5-2 Jahre in Verwendung, deswegen musste einfach was Neues her. Ich habe euch ja schon mal gezeigt, dass ich von Eco eine Bürste zugeschickt bekommen habe. Die ist auch sehr ähnlich wie der Tangle Teaser und ja, ich wollte einfach noch eine zweite da haben. Und zwar ist das jetzt diese von Ebeline, wie gesagt, kostet 8,95 Euro und finde ich auch ganz, ganz toll. Ich habe die jetzt schon zweimal benutzt. Sie liegt wirklich toll in der Hand, da die hier gummiert ist und ihr die sehr, sehr schön halten könnt. Und ja, für 8,95 Euro kann man da nichts falsch machen. Ich finde die jetzt auch nicht schlechter als die von Eco oder den Original Tangle Teaser. Also die Bürsten sind vom Prinzip alle wirklich gleich, haben so kleine und größere Bürsten und damit kommt ihr wirklich toll durch nasse Haare, aber auch durch trockene Haare und ich liebe die Bürsten einfach. Und falls ihr da noch eine sucht, ist das wirklich eine ganz tolle, günstige Alternative. So und jetzt auch schon zum letzten Produkt und zwar habe ich mir das online auf Amazon bestellt. Das ist einfach so eine Gesichtsreinigungsbürste. Die kam, glaube ich, aus Hongkong, deswegen auch diese, ja, chinesische Verpackung hier. Die hat, glaube ich, 5-6 Euro gekostet. Falls ich die noch finde, beziehungsweise den Shop noch finde, verlinke ich euch den auch gerne in der Infobox. Ich hatte so eine Bürste schon mal da von Agnes B. Allerdings ist sie mir mal runtergefallen und hat danach nicht mehr funktioniert, was sehr schade war. Und weil ich jetzt auch noch 4-5 Aufsätze dafür habe, wollte ich einfach noch mal eine neue Bürste bestellen. Ja, so sieht die Bürste aus. Ist einfach in rosa-weiß gehalten. Diese Aufsätze sind sehr, sehr ähnlich zu denen von Agnes B. Also die fühlen sich wirklich gleich an. Und ich hoffe, ich werde auch meine Aufsätze da einfach reinstecken können und mit aufbrauchen können. Ja, solche Gesichtsbürsten sind wirklich toll, wenn ihr zu unreiner Haut neigt. Damit bekommt ihr wirklich noch den letzten Schmodder vom Gesicht. Und die sind wirklich sehr schön porentief reinigend. Und ja, ich habe meine von Agnes B. wirklich vermisst, seitdem die kaputt war. Und wollte mir unbedingt wieder eine neue zulegen. Die von Olas für 30 Euro. War mir allerdings immer zu teuer. Deswegen habe ich mir die jetzt einfach online bestellt.
Die kam auch noch mit vier weiteren Aufsätzen. Da weiß ich jetzt allerdings noch nicht so genau, für was sie gut sein sollen. Ich werde mir das einfach nochmal online durchlesen und anschauen. Da kam einmal dieser Aufsatz mit diesen Kügelchen. Dann hier nochmal so ein Schleifaufsatz. Den werde ich bestimmt nicht benutzen, weil der sehr, sehr rau zu sein scheint. Und dann kamen nochmal zwei solche Aufsätze mit so Schwämmchen. Und ja, ich werde mir das einfach nochmal durchlesen, wozu die gut sein sollen. Diese Bürste auf jeden Fall finde ich schon mal toll. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt auch schon von mir. Das war mein gemischter Beauty Haul. Ich hoffe natürlich sehr, mein Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!